Ja, heute mal mit der Handykamera unterwegs. Einfach eine kleine Tour mit dem Moped. Mal schauen. Geiles Wetter. Echt herrlich wieder. Schön warm in der Sonne. Einmal frei. Super. Das gefällt mir so. Naja, dann kommt mal weiter mit. Viel Spaß erstmal. Ja, jetzt haben wir hier mal noch ein altes Relikt vom alten Schießplatz. Das ist so ein Turm, wo die Richtung mit angegeben wurde. Die Fahrzeuge. Ich habe ihn endlich mal gefunden. Yeah, so lange habe ich ihn gesucht. Steht auch mitten im Wald. Keine Ahnung, was das soll. Es ist nichts weit und breit zu sehen. Wenn man es nicht weiß, dass hier der Turm steht, dann findet man den auch nicht. Ja, es ist vielleicht auch so gewollt. Naja, schön. Freut mich auf jeden Fall, dass ich ihn gefunden habe. Geil, aber sie haben alles festgemacht, festgeschraubt. Da ist es festgeschraubt, damit man die Seile jetzt nicht mehr betätigen kann. Und dann könnte man mich oben die Pfeile, die Richtungsangaben noch anzeigen. Oh, schade, geht nicht mehr. Gut, ja, hier habe ich jetzt noch ein paar alte Sachen vom Schießplatz gefunden. Also von den Übungsmunitionen. Hat aber schon irgendjemand hier hingelegt. Ja. Irgendwelche Reste von so einem Geschoss. Ja. Ihr habt da bestimmt schon das andere Foto gesehen. Ich habe vorhin richtig dicke Mumpeln gefunden. Die hat auch schon jemand dorthin gelegt zur Abholung. Da bleibe ich natürlich auch weit weg von den anderen. Das ist klar, aber das hier, das ist so ein Lenkgeschoss. Was genau, kann ich nicht sagen. Vielleicht weiß es einer von euch. Ja. Tja, Leute. Man kommt hier in diesen alten Bunker, kommt man wieder rein. Ist eine geile Sache. Da hat sich jemand viel Mühe gemacht, das aufzustemmen, dass man da wieder reinkommt. So kommt man jetzt wieder zu den, da waren früher diese, hoppala. Na, hier sieht man das schon mal. Da konnte man dann rausgucken. Das war dann für die Übungszwecke, denn da konnten die Generäle, gehe ich mal von aus. Oder es wurde sogar von hier geschossen. Was haben wir da noch? Nee, das ist Müll. Schöne Katakomben. Geil. Ja. Hier sieht man das nochmal. Hier sind wir schön eingerichtet, original. So war das denn früher. Mit so Scheiben vorweg. Und dann waren hier so. Da konnte man dann wahrscheinlich die Richtungslampen anmachen, worauf sie schießen sollten. Ja. Gehe ich mal ganz stark von aus, dass das so war. Da geht's zum Ausgang. Ja, wie gesagt, hier hat jemand sich sehr viel Mühe gegeben, das aufzuschlagen. Denn das ist eigentlich alles zugeschüppt mit Sand. Und übrigens, hier war ich schon mal. Ja, jetzt bin ich wieder draußen. Wie gesagt, hier war ich schon mal bei meiner Wolfstour. Da bin ich hier auch dran vorbeigekommen. Und da hinten drin, da war ich eben. Und dann haben wir da noch, das ist aber bloß so ein ja, Unterkünfte, Lagerraum, irgendwie sowas war das wohl mal. Ja, hätte ich jetzt gesagt. Hier kann man mal ein bisschen reingucken. Typische Oliv, grüne Farbe. Und dann haben wir hier noch einmal einen Eingang dazu. Und dann geht es hier auch noch mal rein. Das ist genau das gleiche Prinzip. Hier auf dieser Seite. Wie, wo ich da vorhin schon drin war. Also ist das auch egal. Ja. Sehr schön. So, das Wetter ist wieder bombastisch. Passt. Genau. Da, an dieser Stelle, da habe ich schon mal schon ein Video gemacht. Ja, ist das lang her. Ah, ja. Ja. Genau, achso. Und hier vorne, hier waren dann die Sichtfenster drin, so dass man in die Richtung gucken konnte. Und da muss irgendwas, ja, ihr habt ja das Schaltpult gesehen, irgendwas gewesen sein, was die denn mit Schalten walten konnten. Keine Ahnung was. Das ist von der
NVA-Zeiten noch gewesen. Wurde von der Bundeswehr nicht genutzt. Also das Schaltpult. Licht bestimmt, aber das Schaltpult nicht. Ja, dann haben wir da hinten einen kleinen Kamelken. Fahre ich da nochmal hin. Ich überlege mir das noch. Da kam irgendein Fahrzeug, musste ich schnell weg. Jetzt kann ich leider nicht mehr zu kleinen Kamelken. Einfach aus dem Grund, weil der genau in die Richtung gefahren ist. Scheiße. Oh ja, gucke ich mir ein anderes Plätzchen aus. Aber ich habe gerade ein Problem mit meinem Bautenzug. Also, basteln. Ja, Fehler gefunden. Oh, kriegt der scharf gestellt hier so einigermaßen? Nee. Schade. Hier hinten. Ah, sieht man nicht so schlecht. Ja, hier ist bei der Schwalbe zumindest so ein kleiner Schlitz hier. Hier vorne. Und da hat er sich zwischen dem Alublech verklemmt gehabt. Oh, nicht weiter schlimm. Konnte ich ganz fix eben beheben. Ne? Gut, das Auto ist nicht zu sehen. Das Moped habe ich erstmal versteckt. Gucke ich mir mal hier oben um. Hier ist nämlich eine schöne Stelle. Ein Berg ist das hier so ein bisschen. Nach da hinten sind nachher die Sanddünen. Ja. Tja. Hier habe ich so eine kleine Senke. Habe ich so ein Kabel gefunden. Da ist sogar noch ein Prüfzeichen drauf. Kriegen wir das scharf? Jetzt. Oh, ne, kriegen wir nicht. Nee. Also wie gesagt, hier ist so ein Prüfsegel. Nächste wäre gewesen 2000. 10.2000. Ist also gar nicht so sehr alt. Aber ich hätte gesagt, das ist ein Kabel vom Fahrzeug. Naja, es geht hier irgendwo auf jeden Fall rein. Im Boden ist doch vielleicht hier fest gewesen. Kann ich mir aber nicht vorstellen. Ich denke mal, haben sie hier reingeschmissen, dass es defekt war, das Kabel. Jetzt habe ich auch noch schwarze Pfoten und kein Wasser mit. Und Brauwasser nehme ich nicht zum Waschen. Naja, schön. Oh, was habe ich denn hier gefunden? Schneewittchenweiß. Eieiei. Jo. Was ich vorhin hatte, das könnte die Spitze davon sein. Die ist alles voll mit dem Zeug. Hier liegt noch ein Teil. Hier ist so eine kleine Stellung. Okay. Das war ein Bunker. Ein Mannschaftsding. Die MG-Stellung. Wenn ich jetzt weitergehe, würde ich bestimmt noch mehr finden. Solchen Dingern. Gucken wir mal. Oh, hier. Das ist auch ein Rad. Ein gummiertes Rad. Vom Panzer. Jo, aber das Ding ist so schwer. Oh, ja. Ja, da habe ich es einmal umgedreht. Und da kann man sehen, das ist kaputt gebrochen. Das ist vom Panzer. Eben so ein NVA. Oh, guck mal. Da eine kleine Mumpel. Da haben wir auch noch eine Mumpel. Mit Spitze. Was haben wir denn hier genaueres? Das könnte ein Rauchding gewesen sein. Das ist die Spitze. Ob ich jetzt mein Moped eigentlich stehen? Das muss da vorne irgendwo stehen machen. Kleine Stellung. Bekämpft. Also Wölfe habe ich heute noch nicht gesehen. Aber es ist auch recht spät. Ich würde eher in den Abendstunden oder in den Morgenstunden laufen gehen. Oh, hier haben wir noch wieder was. Das ist auch wieder so ein Rost und wer mag es glauben oder nicht? Hier haben wir noch ein Stahlseil. Ah, alles klar. Das ist ein Fallschirm.
gewesen. Also habe ich hier eine Leuchtspur. Ein Leuchtspurgeschoss mit dazugehörigen Fallschirmen. Geil. Habe ich so auch noch nicht gefunden. Fette Sache. Da war dann der Schirm wahrscheinlich dran. Hier eine Öse und dann... Cool. Und noch ein schönes Schrapnell. Bautz. Ja, wir sind hier halt auf dem alten Truppenübungsplatz. Ja, er liegt halt lang. Wurde noch nicht weggeräumt, warum auch immer. Er liegt halt hier. Wurde einfach runtergezerrt. Abgeflext und dann zack. Um hier geschmissen. Der ist das gleiche Prinzip wie beim anderen Turm, wo ich vorhin war. Nur dieser ist deutlich kleiner. Viel kleiner. Und dann sieht man das hier. Die Umlenkung. Und hier sind dann diese komischen Pfeile. Die konnte man dann dadurch rechts und links irgendwie, wie genau, keine Ahnung. Ja, Licht halt jetzt, ne? Aber noch Zeichen, das war oben drauf. Ich weiß auch nicht, ob man das denn mit Motoren stellen konnte. Ich glaube nicht, das wurde per Hand gestellt. Das macht ganz stark von aus. Auf jeden Fall war da Licht mit dran. Ist der Strom? Geht auch mit hoch. Ja, schön. Ich habe ihn wieder gefunden, weil den findet man, der ist nicht so ein bisschen in der Senke. Ich habe den schon ein paar Mal versucht wieder zu finden. Schön. Tja, hier ist auch so ein Bremsenklettern. Man sieht ihn also bloß angeflext oder abgebrannt. Ne, abgebrannt, ja. Er hat ja richtig dicke Nüsse gehabt, Junge. Scheiß man sich doch bei den Hosen. Vielleicht ist es bloß angeflext. Das sauber geflext und da ist noch eine gebrannt worden, also ganz angeflext, da mich auch, das ist abgebrannt, da ist geflext und dann haben sie wahrscheinlich bloß noch an zwei so eine Punkte, den da drüben und dann haben sie da oben gezehrt, Fahrzeug. Und ja, hier haben wir Fleischpackung von der Bundeswehr. Ist definitiv, dann kann man das jetzt sehen. Da steht drauf Fleischwurst. Steht drauf. Das ist definitiv von der Bundeswehr. Aber ungeöffnet, aber es sind Löcher drin und es ist einfach vergammelt, das Zeug da drin. Ja, und hier haben wir dann noch. Das ist das vom Brot. Von der Brotdose. Das ist da hier oben drauf. Sie hat sich ein Bundi das schon mal schmecken lassen. So, jetzt bin ich hier an meiner... Oh, da kommen wir hier mit dem Motorräder. Das heißt, ich muss mich mal ein bisschen verstecken. Aber vielleicht kommen die auch hierher. Mal gucken. Das ist hier so eine Stelle, hier bin ich gerne. Hier habe ich eine schöne Übersicht. Hier unten ist so eine schöne Lunke drin. Und man hat hier, wie gesagt, eine schöne Übersicht. Irgendwo da hinten im Wald sind sie noch. Hört sie aber. Ja. Wie gesagt, hier ist diese schöne Lunke. Oha, die Hallen sind hier aber ganz schön umhergekrost. Und man kann von hier auch zum Haus hochgucken, zum Dünen. Na, wo kriegen wir jetzt den Blick? Nach da hinten durch. Brrr. Da hinten ist das Haus. Ja, es wackelt halt. Ist halt mit der Handykamera. Das da. So, jetzt habe ich hier irgendwo noch ein Dings gesehen. Und hier, da ist er. Hoppala. Ja, der bei der Bundeswehr war, der weiß, was er ist. Die sind bei der Tarnnetze mit bei. Die Haken dazu. G3, ne? G3 Munition. Also schon etwas älteres. Fabrikat. Ja. Zwei Motorradfahrer getroffen. Mit denen noch ein bisschen gesappelt. Da war ich noch zum Aussichtsturm. Die waren nett, die beiden. War cool. Waren schön. Super.
hat mir auf jeden Fall gefallen. Wie gesagt, auf dem Weg nach Hause. Eine kleine Rast. Luft holen. Sonnenstrahlen genießen quasi. Und damit möchte ich mich jetzt auch für dieses Video verabschieden. Ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen. Mir hat es voll Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal.